Es gibt eine Reihe von Anwendungen mittlerweile, die dieses Social TV etwas leichter machen. Du hast gerade angesprochen, wie schwierig teilweise diese Hybrid-Fernsehgeräte zu bedienen sind. Du hast gerade angesprochen, wie groß deine Überraschung war, dass die App erfolgreicher ist als die etablierten Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Menschen, die ganz bewusst darauf setzen, dass solche Anwendungen, solche neuen Plattformen vielleicht so ein bisschen das Schlüssel-Schloss-Prinzip sind für eine Social TV Experience, sind unsere nächsten Referenten, die ich einfach mal zu uns bitten möchte, sich schon vorne hinzusetzen. Wir haben, das muss ich kurz sagen, oder kennen Sie vielleicht der Reihe nach durch, wir haben verschiedene Cases jetzt für Sie vorbereitet und ich würde gerne erstmal Herrn Heiko Genslinger zu mir bitten von der Firma Yahoo, kommt aus München und wird uns aber ein Modell vorstellen, das es in Deutschland momentan so nicht gibt. Hallo Herr Genslinger. Nicht das Notebook fallen lassen. Sie wollten vom iPad präsentieren, gell? Ja. Dann habe ich Ihnen den Adapter schon hierher gelegt, dann können Sie den gleich anschließen. So. Einfach reinstecken. Genau. Into Now heißt das Modell und ist sozusagen die Macht von Yahoo für das Social TV, wenn ich das so dezent vielleicht einfach ankündigen kann. Präsentation läuft, ja. Da sind wir zu sehen. Ich sitze. Dann darf ich einfach an Sie überleiten. Ja, danke. Mikro geht? Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, einiges haben wir heute schon gehört, was ich jetzt eigentlich in der Präsentation hatte. Deswegen halte ich mich relativ kurz, was die Daten betrifft. Ich möchte Into Now vorstellen, eine Applikation, die wir letztes Jahr in den USA gelauncht haben, sprich 2011. Eine Applikation, die es geschafft hat, gewotet zu werden als die 2011 Smartphone-Applikation des Jahres in den USA. Und sie ist in den Top 10 der meist heruntergeladenen Applikationen in den USA. Und ich glaube, das ist nicht wirklich überraschend, nach dem, was wir heute hier so alles gehört haben, nämlich, dass der Nutzer interagieren will, dass der Nutzer sich verbinden will. Und wir sprechen von Connected Life, das ist unser Stichwort, weil wir sehen, was unsere Nutzer tatsächlich wollen und was sie tun und auch wann sie das tun. Und wir sehen einfach, dass sie sich nicht nur mit den Personen über Facebook, mit denen sie befreundet sind, verbinden und austauschen wollen oder eben mit Celebrities über Twitter als Beispiel, sondern eben auch mit Inhalten, die sie interessieren, mit, ja, auch mit TV-Shows, die sie interessieren. Auch hier möchten sie sich mit Menschen austauschen, die genau das gleiche Interessenthema haben, ohne dass sie vielleicht mit denen über Facebook zum jetzigen Zeitpunkt verbunden sind oder befreundet sind. Vielleicht nochmal, wenn wir die Parallelnutzung ansprechen, TV und Internet, dann sollte man vielleicht auch mal die Reichweiten der beiden Medien uns anschauen. Und hier sehen wir, dass die nahezu Kopf an Kopf mittlerweile liegen, nämlich die Tagesreichweiten von TV und Internet liegen ungefähr bei 70-80%. Und wenn wir dann mal in die jüngere Zielgruppe reinschauen, 14 bis 29, ist es tatsächlich so, dass die Reichweite von Internet bei 86% liegt. Und die berühmt-berüchtigte Inselfrage, nämlich wenn Sie nur ein Medium mitnehmen dürfen auf eine einsame Insel, welches Medium wäre das dann, beantworten dann 20- bis 29-Jährige zu 70% das Internet. Und gucken wir mal ein paar Jahre zurück, 2005 lag dieser Wert nämlich nur bei 34%, also nahezu verdoppelt in den letzten 6 Jahren und das ist sicherlich nicht wirklich überraschend. Parallelnutzung, wir haben es eingangs schon gehört. Auch wir haben eine Studie gemacht und die hat mehr oder weniger die gleichen Zahlen rausgebracht, die wir heute Morgen auch schon gehört haben, nämlich die Parallelnutzung. 85% der Gesamtbefragten haben gesagt, ja, ich habe schon TV und Internet parallel genutzt. Schauen wir uns an, die Nutzer von Tablet und Smartphones ist die Quote wesentlich höher. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, ich nutze es nahezu immer parallel, dann ist es so, dass gerade bei den 20- bis 29-Jährigen 40%, das muss man sich vorstellen, also fast jeder Zweite sagt, ich nutze Internet und TV prinzipiell parallel. Dann haben wir uns gesagt, okay, was wird denn gemacht, während das TV-Programm läuft und ich nutze Internet, was sind denn da die Intentionen oder die Interessen des Nutzers, was macht er da im Internet? Und nicht wirklich überraschend war es, ja, ich schreibe E-Mails, ich chatte oder aber ich überbrücke einfach nur die Werbepause, indem ich im Internet surfe. Aber eben auch fast 40% haben angegeben, ich will Hintergrundinformationen zu dem aktuellen TV-Programm, das ich schaue.
und genau darauf setzt InToNow auf. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, Ihnen entweder ein amerikanisches Video zu zeigen oder das Risiko zu gehen, Ihnen die Applikation, obwohl sie in Deutschland noch nicht gelauncht ist, live vorzuführen. Und ich habe mich für die riskantere Version entschieden und gesagt, okay, ich zeige Ihnen das Video. Und deswegen gehe ich jetzt hier kurz raus und gehe in InToNow. Jetzt müssen wir alle ganz ruhig sein, weil jetzt passiert Folgendes. Ich lasse hier ein Video laufen, eine amerikanische TV-Show, und InToNow wird live erkennen, was ich da gerade schaue. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert. Okay. Mal ein Tag. Ne, das müsste so gehen. So, voilà. Passiert. Das heißt, die Applikation hat real-time erkannt, was ich gerade im TV schaue. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Jetzt kann ich quasi reingehen und gucken, okay, die ganzen Hintergrundinformationen, beispielsweise über IMDb, wo ich quasi jede Information über Schauspieler etc. pp. Mir abholen kann. Oder aber ich kann gucken, was bei Twitter die related Tweets sind. Zum einen von der Show selber, zum anderen aber eben, wie gesagt, auch related. Oder aber ich kann in verschiedene Diskussionen reingehen, die hier jetzt natürlich, weil es wie gesagt eine Preview-Version ist, natürlich entsprechend noch nicht vorhanden sind. Aber eben auch eine Andockung zum Beispiel zu einem Service wie Hulu. Hulu Plus ist hier leider natürlich noch nicht installiert, weil es in Deutschland noch nicht gibt. Und wo ich mir dann weitere Folgen oder alle Episoden mir anschauen kann. Das Gleiche ist dann... Und was ich dann auch noch machen kann, ist zum Beispiel sagen, okay, was sind die most popular Shows gemessen an meinem Geschmack? Das heißt, das Tool lernt auch, was gucke ich denn im TV generell an und was könnte mich dann noch interessieren? Und das sind dann zum Beispiel Sachen, die mir dann empfohlen werden aufgrund meines Geschmacks. Jetzt dürfen Sie da nicht so genau hingucken und mich auslachen, halt der Gänzlinger, guck mal, was der für einen Quatsch guckt, sondern das ist halt jetzt, wie gesagt, noch in der Preview-Phase. Also hier könnte ich jetzt dann zum Beispiel sagen, okay, Dr. House ist jetzt auch etwas, was mich interessiert, kann ich mir angucken und dann entsprechend interagieren. Sicherlich eine Applikation, die, was wir sehen, von den Zugriffszahlen her extrem stark steigen wird, und wir setzen 1:1 auf diese Parallelnutzung. Wir sagen, also es ist nicht nur so, dass der Nutzer, wenn er Fernseh schaut, eben E-Mails schreibt oder chattet oder eben mit seinen Freunden sich austauscht, sondern er möchte sich zu diesem Inhalt vielleicht auch mit Personen austauschen, die auch dieses Interesse haben, die vielleicht auch eine Leidenschaft haben. Wir stellen uns vor, Europameisterschaft gestern, das Spiel, also auch sowas gibt es, auch Football-Spiele werden hier getaggt. Das heißt, wir werden auch zukünftig Live-Events von Sport-Events haben. Das heißt, man kann sich dann live austauschen mit deutschen Fans, die zum Beispiel dann auch sagen, ja, Gomez ist ja gar nicht so schlecht, sondern er hat jetzt gerade 2 Tore gemacht. Und damit bin ich eigentlich durch mit der Produktpräsentation und ja, hoffe, es hat Ihnen gefallen. Man mag ein bisschen sagen, wie schade, dass das in Deutschland nicht verfügbar ist. Man sitzt es kommt. Ein bisschen mit einem. Es kommt. Ja. Ist das eine Aussage, die konnten Sie, glaube ich, letzte Woche sogar noch nicht machen, oder? Ja, wir können auch nicht sagen, wann. Wir können nur sagen, das kommt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Diese Verlängerung, wenn Sie sagen, es kommt, was wären das für Angebote, wenn Sie sagen, Hulu Plus haben wir in Deutschland nicht? Was wären so Szenarien für Deutschland? Naja, ich denke, dass es gibt ja hier schon die verschiedenen Anbieter, ob das jetzt Maxdome oder eben andere Bereiche sind. Aber auch wir werden natürlich mit dieses Jahr noch ein Produkt launchen, was Yahoo Screen sich nennt, was in den USA auch schon seit letztem Jahr gibt. Wir werden zum einen natürlich bekannte Formate dort zur Verfügung stellen wollen, aber eben auch eigenproduzierte Formate machen. Also guckt jetzt mal wieder Richtung USA. Da haben wir Webshows produziert, selbst produziert, die mittlerweile von den Reichweiten, also sprich von den Zugriffszahlen her, teilweise größer sind als TV-Formate und teilweise auch schon Formate, die aus dem Web ins TV übernommen wurden, von unseren Partnern ABC als Beispiel. Und wir sehen auch, dass wenn Sie sich die Top 10 der Webformate anschauen, der Webshows anschauen, 9 davon sind Yahoo eigenproduzierte Formate.
Das heißt, es ist eine Mischung aus ein bisschen Transaktionsgeschäfte Richtung einem On-Demand-Video-Anbieter und gleichzeitig will man ein bisschen der Gatekeeper sein, die Plattform im Social Web fürs Fernsehen, oder was ist die Business-Ausrichtung? Na, die Business-Ausrichtung ist natürlich, bei uns ist alles werbefinanziert, das heißt, man möchte natürlich letzten Endes nicht nur dem Nutzer das geben, was er will, nämlich er kann sich vernetzen mit dem Inhalt, den er mag und den er konsumiert und mit Menschen, die das Gleiche tun und das natürlich auch mit seinen Freunden wiederum teilen, aber eben auch dem Werbekunden so sagen, also du hast hier zum einen natürlich eine spezifische Zielgruppe und du kannst dieses Format über alle möglichen Screens, ob das jetzt TV, Internet, Mobile oder Tablet-PC mit einer Applikation entsprechend für dich auch belegen. Wie gehen Sie mit den Sendern um, die sagen, ja, das ist alles ganz wunderbar, aber wir versuchen natürlich neben Facebook und YouTube und Co. vor allem die Nutzer zu uns auf die Plattform zu hieven, also auf unsere Sender-Website, in unsere App hinein, und wir sind eigentlich gar nicht so scharf auf noch einen weiteren Gatekeeper und noch einen Drittanbieter, der jetzt die Konversation bei sich sammelt. Wie gehen Sie damit um? Dem sagen wir viel Glück. Nein, also Spaß beiseite. Also es ist ja so, wir kennen sie ja alle, die Sendervielfalt und die Medienvielfalt, das ist einfach sehr, sehr vielfältig. Und ich denke, wenn man jetzt zu jeder Applikation oder zu jedem TV-Format eine Applikation runterladen will, dann hat man irgendwann sicherlich eine unüberschaubare Vielfalt von Applikationen. Und ich denke, dass sich übergreifende Plattformen da immer durchsetzen werden. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte schön. Darf ich Ihnen ein Mikrofon bringen? Ja, einfach schreien. Ich versuche mal zu rennen. Jan Eggers, mein Name, vom Hessischen Rundfunk. Zwei Fragen gleich. Das eine, wie sieht es mit der Twitter-Integration aus bei Ihnen? Und das andere, das Konzept von Richard Gutjahr hatte ja gerade den Charme für die Sendungsmacher, dass die Sendung interaktiv werden konnte. Wie präsentiert sich das für eine Sendung, für einen Sender? Welche Tools haben Sie, um dann mit den Leuten zu kommunizieren und beispielsweise solche, also nicht nur Fragen entgegenzunehmen oder Abstimmungen, sondern auch denen dann, die Sendung gucken, vielleicht noch einen bestimmten zweiten Content aufs Gerät zu pushen, also irgendwie noch eine Zusatzinformation oder eine Antwort? Die Frage 1 war das Twitter? Twitter-Integration war die Frage. Die Twitter-Applikation war ja mit drin, das heißt, ich sehe die Tweets, die sowohl von der Show selbst als auch related Tweets, das heißt, die über die Show stattfinden. Das heißt, das kann ich mir hier in dieser Applikation jederzeit schon anschauen. Und zur Frage Nummer 2 ist es so, dass wir natürlich auch dem Sender die Möglichkeit geben, zum einen, wir brauchen natürlich die Kooperation mit den Sendern zu den verschiedenen Inhalten, damit die überhaupt getaggt werden können. Das ist natürlich auch eine rechtliche und lizenzrechtliche Frage, die man beim Launch dieser Applikation entsprechend im Vorfeld klären muss. Und zum anderen, diese Applikation ist natürlich jederzeit auch erweiterbar, indem man einfach verschiedene Umfragen damit einbinden kann. Das heißt, das ist ja eine Applikation, die jetzt gerade gestartet ist, die sich sicherlich auch noch weiterentwickeln wird, vielleicht auch gemessen an den verschiedenen Kooperationspartnern, die man dann in dem jeweiligen Land hat. Das heißt, wenn man einen Kooperationspartner hier findet, der sagt, also ich will es unbedingt vielleicht für mein Format da mit drin haben, dann lässt sich das sicherlich mit reinprogrammieren. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Ja? Herr Schnepper? Henning Schnepper ist mein Name, 123TV. Nur kurz technisch die Frage. Sie sagen, Sie müssen die taggen, die Sendungen, die Sie erkennen. Geht das nicht auch technologisch mit so einem Shazam-Prinzip, Audio erkennen? Doch, geht es auch, aber nichtsdestotrotz, also ich bin jetzt nicht so tief in den technischen Details. Das sind natürlich Dinge, die dann entsprechend von unseren Produktleuten geklärt werden. Aber es ist natürlich so, wenn Sie jetzt, nehmen wir die Live-Übertragung von einem Fußballspiel, das sind natürlich Themen, die jetzt nicht wie eine Show, die ständig stattfinden und in einer Serie immer wiederkehren sind, sondern das muss natürlich erkannt werden. Und wie gesagt, die Technologie, die ist vorhanden. Nichtsdestotrotz brauchen wir zum einen natürlich die lizenzrechtlichen Themen, aber eben auch diesen Code, um diese Show dann auch zu taggen. Aber ganz kurz neugierig nachgefragt, wird dann was mitgebroadcastet, was Ihnen die Erkennung ermöglicht, oder ist das rein passiv? Es ist rein passiv. Danke. Gut. Dankeschön. Gerne. Dann gehen wir... Dann schauen wir in ein Modell nach Deutschland, und zwar Daniel Maas. Ich habe ihn vorhin schon gesehen, da hinten sitzt er, von der Firma Couchfunk, die also quasi hier in Deutschland anfängt, und mal schauen, wie es dann weitergeht. Du kannst dich gern anschließen, Präsentation aufs Notebook ziehen, am Rednerpult bleiben oder vorne hinkommen, wie du möchtest. Ja, ich würde beides dann benutzen, genau. Wenn das möglich ist. Da haben wir noch einen anderen Adapter für dich dabei. Den und dann
Genau, hast du die Präsentation auf dem Stick auch noch dabei? Genau, sonst schließen wir dich kurz an. Da hatten wir vorhin noch einen anderen Adapter. Ja, Krautschwung haben wir vorhin schon ein bisschen gesehen in ein paar Präsentationen. Bei Bertram Hubel war es ganz kurz zu sehen und auch bei Richard Gutjahr war kurz noch ein... Kam das mal vor? So, wir schalten noch kurz um. Sonst vielleicht nochmal oben auf Bildschirm erkennen klickst. So. Jetzt hat er ihn. Da ist er. Ja, so, kannst du jetzt hören. Gut, dann steht die Technik. Dann Daniel Maas von Couchfunk. Mikrofon kannst du entweder meins haben oder das hier. Ja, ich nehme das. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Zum einen bin ich ja überrascht, wie viele Leute hier versammelt sind und dem Thema Social TV folgen. Das zeigt natürlich, dass Social TV kein Geheimthema mehr ist, was irgendwo in grauen Kellern diskutiert wird, sondern dass es jetzt mittlerweile dass es jetzt mittlerweile wirklich ein ernstes Thema ist, dass die Entwicklung angefangen hat und dass die nicht mehr aufzuhalten ist. Und wir, Couchfunk, um uns kurz vorzustellen, greifen genau dieses Thema auf. Ein paar Eckdaten von uns. Wir haben uns gegründet im September letzten Jahres und bereits schon im Oktober, das war nicht ganz einen Monat später, mit der ersten App, haben wir in Deutschland gelauncht. Wir sind sozusagen First Mover in Sachen Social TV in Deutschland. Ja, und seitdem haben wir jede Menge Erfahrung gesammelt mit unseren Nutzern. Wir haben wahnsinnig viel Geschwindigkeit aufgenommen und wir stehen natürlich auch im intensiven Kontakt mit Sendern und Vermarktern aus dieser Branche, um halt gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, diesen riesigen Markt auch zu erschließen. Ja, was ist die Couchfunk-App? Ja, wir bringen, wie Richard und der Herr Bertram das schon gesagt hat, wir bringen sozusagen Freunde und Gleichgesinnte virtuell auf einer Couch zusammen. Unsere Strategie ist es hierbei, dass wir an der belebtesten Kreuzung uns gesetzt haben, die momentan im Web dafür zur Verfügung steht, nämlich die Kreuzung zwischen Social Media und TV. Denn da diskutieren bereits die Menschen sehr emotional und sehr engagiert. Und genau auf diesen Diskussionen bauen wir auf. Wir integrieren diese Diskussionen bei uns in der App, visualisieren sie, wir aggregieren aus verschiedenen Netzwerken und das alles in Echtzeit. Genau. Wir sind auch der einzige Anbieter in Deutschland, der alle relevanten Plattformen unterstützt. Das heißt, wir sind auf iOS zu finden für beide Geräte, wir sind bei Android und wir sind auch in der Web-App zu finden. Genau, und jetzt würde ich Ihnen sozusagen unsere App vorstellen. Dann muss ich nochmal schnell umschalten. Das ist sie. Das ist Couchfunk. Das ist der Startscreen sozusagen, auf den der User fällt, sobald die App gestartet wird. Wir haben hier im oberen Bereich unseren Hero. Der heißt deswegen so, weil er den prominentesten Platz hat. Und der ist von uns auch frei redaktionierbar und sicherlich auch für den einen oder anderen interessant. Ja, danach, der Hero gibt natürlich die klare
Empfehlungen für den Tag aus. Danach kommen wir eigentlich zu unserem Kerngeschäft, nämlich die Top 10. Das sind jetzt wirklich Sendeformate, die sind mittels dem Social Buzz gerankt von 1 bis 10. Und ja, dieses Ranking kann natürlich, also wird auf unterschiedlichen Daten halt analysiert. Das können Beiträge sein, die in einer Minute einfliegen, das können Nutzer sein und auch Bewertungen etc. Darunter haben wir den klassischen EPG, natürlich sehr abgespeckt. Hier finden wir wirklich nur Sendungen, die jetzt gerade laufen oder in Kürze anlaufen werden. Und wir haben noch unsere Social-TV-Tipps. Die sind jetzt auch von uns frei redaktioniert, aber demnächst wird das sozusagen für jeden User personalisiert ausgegeben. Das Thema hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das ist sozusagen die Recommendations eines Users. Genau, und hat man sich dann für eine Sendung entschieden, beispielsweise jetzt hier, um das kurz nochmal zu verdeutlichen, wir haben vorherige Woche eine App gelauncht, die heißt EM 2012 Social Live Ticker App, ist im App Store zu finden und die basiert genau auf dieser Technologie, die Sie jetzt hier sehen können. Ja, und mit diesem Format war es gestern wahnsinnig toll, Fußball zu gucken und Deutschland zu verfolgen, wie sie denn doch den Sieg noch nach Hause geholt haben. Ja, ich habe mich jetzt für das Spiel entschieden und jetzt teilt sich sozusagen so ein Sendeformat in zwei Bereiche auf. Zum einen haben wir oben den Informationsbereich, der natürlich Bilder, Trivias, Kurzbeschreibungen enthält und aber auch Social-Media-Profile. Es können Webseiten mit angeboten werden, Blogs etc. Also alles rein um die Information dieses Sendeformates ist hier integriert. Zum anderen gibt es auch Interaktionsmöglichkeiten wie Bewertungen und auch ein Check-in, der jetzt hier nicht mehr zu sehen ist, weil die Sendung bereits gelaufen ist. Genau. Und dann kommen wir zu unserem Kernthema. Das ist, genau. Zum Beispiel hier. Das ist nämlich der Stream. Und wie schon angesprochen, das ist unsere Technologie. Wir filtern die Inhalte aus dem Social Networks heraus und wir machen die sozusagen transparenter. Und alles, was Spam bedeutet oder Pornbots etc., was man halt im Twitter wirklich täglich findet, das kommt bei uns nicht mehr an. Also das sind wirklich Informationen, die lassen wir raus, sodass der Stream sauber wird. Und natürlich haben wir auch noch unsere eigene Community und die ist fleißig dabei zu wachsen und ja mit uns sozusagen auf die Reise zu gehen, Social TV wirklich erlebbar zu machen in der nächsten Zukunft. Genau. Was ich Ihnen noch zeigen wollte, ist, dass wir weitere Services eingebunden haben bei uns in der App. Genau, hier haben wir beispielsweise, das ist nämlich der Live-Ticker und der zeigt natürlich, während man das Spiel verfolgt, zeigt er natürlich oder gibt das genau wieder, was der Zuschauer auch sehen kann. Das heißt, das ist unsere Art, jetzt wirklich das Fernsehen interaktiv zu machen. Das heißt, das Fernsehbild gibt es mit seinem Geschehen und genau parallel dazu kommt jetzt der Live-Ticker mit der gleichen Meldung raus. Ja, was soll das Ganze? Ist ja jetzt nur Zusatzinformationen, alle anderen schreiben das auch. Wir haben jetzt aber damit wirklich Interaktionen geschaffen. Das heißt, der User hat jetzt die Möglichkeit, wirklich die Szene vom Fernsehen in einfachster Form zu nehmen und sie wegzuteilen, ja, zu seinen Freunden auf verschiedene Netzwerke. Er kann darauf antworten und das kann natürlich wieder in einer Art Gesprächsverlauf dargestellt werden. Und natürlich auch Bewertungen. Die sind einerseits von uns in der Community hinterlegt und zum anderen kann der User natürlich auch positiv Bewertungen auf Twitter favorisieren oder auf Facebook liken. Genau. Und genau mit diesem Ansatz geht es einher, dass wir sagen, da kann man noch viel, viel mehr machen. Also beispielsweise wären Umfragen zu einer Talkshow etc., die können leicht in den Stream eingekippt werden, die können in Echtzeit, die Möglichkeit haben wir bereits schon, die Technologie haben wir da, die können ausgewertet werden und direkt zu dem Sender wieder zurückgespielt werden. Das heißt, ab da fängt wirklich eine echte Interaktion an. Ja, und natürlich, wer kennt es nicht, immer wenn es am schönsten ist, kommt die Werbung.
Natürlich bietet dieser Stream auch die Möglichkeit, interaktiv mit der Werbung zu werden. Also wie schön wäre es einfach, wenn man schon einen guten Spot sieht von VW oder wen auch immer, wieso kann ich den dann nicht gleich anklicken und damit agieren? Und genau das mit einfachsten Möglichkeiten wäre das jetzt hier möglich. Genau. Jetzt suche ich einen schönen Beitrag raus, um einfach Ihnen zu zeigen, was es noch so alles gibt bei uns. Na, hier mal einen. Okay. Genau. Und ich interessiere mich jetzt natürlich für einen Beitrag, klicke den an und komme sofort in das Beitragsdetail rein. Das heißt, hier kriege ich sofort eine Linkvorschau, wenn sobald eine mit in den Post übergeben wurde. Und ich kann mich natürlich dann auch, insofern es Webseiten sind etc., noch tiefer in diesen Inhalt rein navigieren. Ja, und das Spannende natürlich ist auch hier wieder, dass ich diesen Beitrag nehmen kann. Ich kann ihn teilen, ich kann ihn bewerten, ich kann darauf antworten. Und genau das kann man sich dann auch wieder ausgeben lassen als Konversation oder genau. Und wenn mir so jetzt hier der Jan ist es, der hier gerade geschrieben hat, mir besonders gut gefällt, dann kann ich natürlich auch mir den Jan angucken und das ist natürlich vom Vorteil, denn Menschen interessieren sich nochmal für Menschen. Hier kann man sich über den Jan informieren, was hat er für Vorlieben, was hat er bereits geguckt, was schreibt er so, welche Social Media Kanäle hat er noch da, also wo ist er zum Beispiel zu finden, auf Twitter oder auf Facebook. Und wenn der Jan mir sehr sympathisch ist, dann mache ich ihn einfach zu meinem Helden. Und ab da folge ich dem Jan oder Jans Aktivitäten, und zwar in Echtzeit. Das heißt, sobald Jan einen Beitrag schreibt, sich irgendwo in eine Sendung eincheckt, etc., dann taucht das bei mir in den Aktivitätenstream auf. Und der sieht dann so aus, dass man hier ganz einfach ja, durch die eigene Timeline durchgehen kann, die gefüllt ist mit den Aktivitäten aller Freunde, aber auch die eigenen Aktivitäten finden hier wieder statt. Genau. Und da schließt sich sozusagen der Kreis. Ich möchte mit meinen Freunden ein Fernsehprogramm erleben und ich bin jetzt sozusagen immer auf dem aktuellsten Stand. Wo sind meine Freunde? Was machen die gerade? Interessiert mich das? Und kann sozusagen in den Inhalt rein navigieren. Und wenn ich ein Typ bin, der gerne und immer zu jeder Zeit genau dafür affin ist, dann drehe ich einfach das iPad in Landscape-Modus und dann bin ich sozusagen die ganze Zeit auf dem neuesten Stand, was meine Freunde angeht, auf dem neuesten Stand. Genau. Ja, zusammenfassend würde ich das jetzt nochmal folgend betrachten. Also wir sind im deutschen Markt wirklich First Mover. Wir sind auch die Einzigen, die sagen, sie von sich behaupten können, dass wir auf allen relevanten Plattformen vertreten sind. Und wir haben bereits auch eine riesige Community, die sehr aktiv ist. Und unsere Technologie ist natürlich in Echtzeit und netzwerkübergreifend zu aggregieren. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, das Jahr 2012 ist ein spannendes Jahr, gerade auch für Social TV. Angefangen mit der Eurovision Song Contest und mit der Fußball-EM haben wir schon einen wahnsinnig großen Start gemacht und es folgt natürlich noch die Olympischen Spiele. Ja, und es bleibt spannend. Vielen Dank. Dankeschön, Daniel Maas. Du sprichst von einer großen Community. Könnt ihr da Zahlen nennen? Gibt es da Zahlen, wie viele Nutzer Couchfunk nutzen, bei euch eingeloggt oder über Facebook oder Twitter? Gibt es da offizielle Zahlen dazu? Also offiziell sind die Zahlen nicht, aber wie ich schon angedeutet habe, mit der EM-App 2012, die gelauncht wurde, das konnte man gut verfolgen. Sie war unter den Top 10 Apps in Deutschland und das zieht natürlich wahnsinnig viele User. Und
Wahnsinnig viel. Ja, also ein Durchschnittswert kann man angeben, sobald man unter den Top 20 ist, kann man ungefähr rechnen mit 1000 Downloads pro Minute, pro Stunde. Entschuldigung. Das sind ja Downloads, aber wie viel kommt da an aktiven Nutzern raus im Monat? Habt ihr da so einen Wert oder gibt es da keine Zahlen? Es gibt Zahlen, aber die möchte ich jetzt nicht in der Masse breitreden. Gut, okay. Noch vielleicht ein ganz kurzer Aspekt. Also ich habe eine Werbefinanzierung gesehen, ich habe ein bisschen Banner-Einblendungen. Das war jetzt eine EM-App, wo ja sehr viel mit Flaggen gespielt wurde. Wie hoch ist der redaktionelle Aufwand und was ist so konkret der Bereich, wo ihr die Kohle wieder reinspielt? Also momentan sieht es bei uns so aus, dass wir jetzt nicht den Fokus wirklich auf Einnahmen gelegt haben, sondern wir erst die Community verstehen wollen, die Nutzerakzeptanz und wo die Reise hingeht. Und unser Hauptaugenmerk liegt natürlich jetzt erstmal in der Reichweite und die sozusagen die Finanzierung, das ist jetzt weit gelagert. Ne? Aber wie ich schon angedeutet habe, gibt es natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch sozusagen später sich selbst zu refinanzieren oder zu finanzieren. Okay. Ja, aber gut, genau. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Nein? Dann sparen wir in der Zeit, weil wir haben noch einen Referenten mehr bekommen. Gut, danke dir, Daniel. Dankeschön. Monty Metzger darf ich zu mir bitten. Eine weitere App, die Sie als Case sehen werden. Und zwar ist es MyTV, die wir jetzt gleich vorgestellt bekommen. Du wirst kurz erzählen, hallo erstmal Monty. Du wirst ein bisschen erzählen, was die Unterschiede sind zu Couchfunk und auch zu InToNow. Du wirst noch ein bisschen zeigen. Das ist für dich du bist ja seit vielen in dem Bereich Mobile auch unterwegs. Du bist ja ein alter Hase im Online-Bereich. Jetzt Social TV ist für dich neu dazugekommen jetzt vor einem Jahr, oder? Das war ein Bereich, den du jetzt neu erschlossen hast. Richtig, ich habe mich mit dem Thema Social Media, Mobile und vielen Trends und Innovationen schon seit Jahren beschäftigt. Gerade international haben wir regelmäßig gescreent und geschaut, was sich da tut. Und ich war selber sozusagen passionierter Nutzer auch von Check-in-Apps wie Foursquare und habe auch InToNow und GoMeeSo in den USA genutzt und habe mich immer geärgert, wieso gibt es sowas noch nicht bei uns? Und jetzt gibt es sowas? Und du zeigst es uns. Ja. Gut, danke. Und mit diesem Hintergrundgedanken haben wir ja gestartet, wo wir im letzten Jahr uns die verschiedenen Apps gerade in den USA angeschaut haben. Und was noch wichtig ist zu verstehen, in Amerika gibt es wahnsinnig viele TV-Sender, die in verschiedenen Zeitzonen auch noch broadcasten. Während wir in Deutschland die TV-Landschaft noch relativ überschaubar eigentlich ist. Und deswegen ist gerade auch in den USA so ein System wie InToNow auch sehr, sehr hilfreich, weil nicht jeder Fernsehzuschauer schaut zur selben Zeit um 20.15 Uhr die Primetime-Sendung. Und mit dem Hintergrund haben wir uns überlegt, ein ganz einfaches Pilotprojekt zu machen. Ein sogenanntes MVP, Minimal Viable Product, wie Eric Ries das formuliert hat als Lean Startup. Also auf den Punkt gebracht, einfach ausprobieren. Und ähnlich wie Richard Gutjahr auch, einfach mal loslegen, Erfahrung sammeln. Und mit dem Hintergrund haben wir gesagt, klar, TV ist sozial, war schon früher immer, haben wir auch heute ja schon viel gehört. Heute sitzt eigentlich jeder mit seinem Smartphone davor und im Gegensatz zu Couchfunk bin ich der Ansicht, dass Facebook gerade so ein Massenmedium auch ist, auch in Deutschland. Und Twitter, viele Journalisten mit dabei sind, viele Geeks und so weiter, auch wie ich selber. Aber um wirklich dieses Thema Social TV zu knacken, muss man einfach eine größere Reichweite erzielen. Ich will nicht sagen, dass wir das geschafft haben. Ich glaube, da arbeiten alle dran. Aber ich glaube, da muss man aus der Nische wirklich raus und schauen, wie kommen wir an die breite Masse. So haben wir ja sozusagen als MVP, als kleines Pilotprojekt MyTV gestartet, sind im Januar online gegangen zum DLD und haben sozusagen eine TV-Check-in-App für Deutschland entwickelt. Zum einen als Facebook-App. Das heißt direkt auf facebook.com/mytv.de als iPad-App und als iPhone-App. Und darüber hinaus werden sozusagen noch alle Check-ins und alle Inhalte mit dem passenden Hashtag auf Twitter über @mytv mit gebroadcastet, aber das ist sozusagen nur eine Art Distribution der Inhalte. Die Interaktion findet auf der Plattform selber statt. Man hat zum einen eine ganz einfache Übersicht des TV-Programms,
wo man sehen kann, was läuft denn jetzt gerade. Und da kann man sagen, sozusagen ist es ein bisschen ein Ersatz oder eine Ergänzung zur klassischen Fernsehzeitschrift. Man sieht erstmal, was läuft überhaupt, kann dann draufklicken, kommt auf das passende Programm und kann sich dann einchecken. In dieser kleinen Leiste kann man einen Kommentar mit dazu hinterlassen zu seinem Check-in und kann sagen, finde es gut, schlecht oder sonstige Sachen, kann da sozusagen seine Meinung kundtun. Und diese ganzen Kommentare und die ganzen Inhalte, die da publiziert werden, die werden eben gespiegelt auf allen Kanälen. Das heißt, die ist sowohl auf der Facebook-App zu sehen, als auch auf iPad, als auch auf iPhone-App zu sehen. Und dadurch versuchen wir eben wirklich eine spontane Zuschauer-Community abzubilden zu dem linearen Fernsehprogramm. Also nicht zu On-Demand-Inhalten, wie das auch verschiedene Social-TV-Inhalte oder Apps anbieten, sondern ganz konkret zu Dingen, die jetzt gerade passieren, die jetzt aktuell sind. Und wenn jemand kommentiert auf Facebook, dann will ich das wieder auf meinem Tablet wieder zurückgespiegelt haben. Und hier noch ein Beispiel hier von meinem Kollegen Frank Distoleit, ein Check-in, eben wie das dann aussieht auf Facebook und auf der iPad-App. Und das war es eigentlich im Grunde schon. Also es war wirklich, ist auf den Punkt gebracht. Für uns ist MyTV Fernsehen mit Freunden, die Live-Diskussion. Für uns ist MyTV das TV-Programm, also schnell eine Übersicht zu bekommen, zu sehen, was läuft denn gerade, was schauen meine Freunde, wo sind da Check-ins passiert. Das ist super einfach. Eben mit zwei Klicks ist man da schon in der Konversation, mit einem Klick eingecheckt. Und es ist für uns ein erster Schritt Richtung Social TV, das zu teilen, was man gerade schaut und auch mit seinen Freunden sich da auszutauschen. Hier ein paar Zahlen und Eckdaten, die vielleicht zu so einem Pilotprojekt auch dazugehören. Sagen, hat sich das gelohnt? Wo stehen wir gerade? Wir setzen eben rein auf ein Facebook-Login. Das heißt, die erste Nutzung der App ist eigentlich, erfordert kein Login, aber sobald man mehr macht, wird das dann eben abgefragt. Und so haben wir da schon eine gewisse Reichweite. Hinzu kommen die Download-Zahlen. Wir haben jetzt diese Woche knapp 16.000 Downloads. Seit Januar, gerade die letztlich 30 Tage, ist es nochmal deutlich gestiegen mit 6.000 Downloads im letzten Monat. Also knapp 200 Downloads am Tag. Das reicht noch nicht, um unter die Top 10 zu kommen. Ich glaube, dafür ist vielleicht auch unsere App noch nicht so ausgereift, auch wie Couchfunk. Aber wir sehen eben auch, sind auch einige aktiv, etwa 50% sind Active Users und 10% wirkliche Check-ins auch dahinter. Und interessant wird es auch für jeden Marketing-Manager, wenn man sich dann die potenzielle Reichweite anschaut, also die Friends of Friends, die Kontakte, die wir über Facebook indirekt auch schon in unserer Datenbank sammeln können, aber die wir noch nicht aktiv anschreiben können. Das heißt, sobald Sie sich über Facebook registrieren, bei jeder App, hat der Betreiber die Möglichkeit, auch in ihren ersten Freundeskreis sozusagen gewisse Daten zu sammeln, darf die aber natürlich noch nicht aktiv angehen. Aber da sieht man, das ist schon eine Reichweite, mit der man vielleicht eine Vision aufsetzen kann und so ein Projekt weiter betreiben kann. Ich sehe das Potenzial von Social TV und gerade auch von MyTV einmal primär eigentlich in der Analyse und Statistik. Wenn man sich anschaut, wie die Zuschauererhebungen im Moment gemacht werden mit einer Handvoll von TV-Haushalten, die dann auf Hochrechnung basieren, denke ich, diese Statistik und die Analyse, die dahinter steckt, da steckt auch ein großes Monetarisierungspotenzial. Da steckt wirklich die Musik sozusagen in dem ganzen Geschäft. Wenn man schafft, Live-Sendungen auch spontan zu verlängern, wenn jetzt die Zuschauerzahlen höher gehen, oder zu verkürzen oder Interaktion reinzubringen, wie bei Rundshow. Das ist natürlich ganz, ganz spannend. Da ist die Marketingrecherche, die ganzen Zahlen, Demografien, Sachen, das ist natürlich ideal für jeden Werbebetreibenden. Da sehe ich sozusagen das zweite große Standbein. Und wir versuchen eben wirklich auf Zuschauer-Communities zu bilden und auf Zuschauerwünsche einzugehen, die zu erkennen und darauf dann auch einzugehen und zu beachten. In diesem Sinne, vielen Dank und probieren Sie es einfach mal aus. Okay.
Danke, Monty Metzger. Check-in-App. Wie ist, also checkt man so richtig ins Programm ein? Ist das, du hast vorhin gesagt, du bist ein begeisterter Foursquare-Nutzer gewesen. Das ist ja eine Location-Based-Anwendung, wo man sie in einen Ort eincheckt. War das so ein bisschen der Grund, dass du gesagt hast, du möchtest auch in ein Fernsehprogramm einchecken? Oder ist es dann, siehst du das so? Oder glaubst du eher, es wird so eine intuitive Geschichte werden, dass das Programm automatisch sich erkennen lässt, so wie bei IntoNow, wie wir gerade eben von Yahoo gesehen haben? Also ich glaube, gerade auch in Deutschland ist das Thema Datenschutz und sozusagen, was man kommuniziert, ein ganz wichtiges. Und was man gesehen hat bei Foursquare ist, dass man ganz bewusst manchmal Informationen teilen will. Also man will nicht bewacht werden und kontrolliert werden, sondern man will ganz bewusst sagen, ich bin jetzt gerade hier, ich schaue jetzt gerade diese Sendung, ich finde das gut oder ich finde das schlecht. Und ich glaube, da steckt das Potenzial des Austauschens, was man eben so auf der Couch eben auch mit seinen Freunden macht, dass man das in die virtuelle Welt sieht. Gibt es Fragen aus dem Publikum hier an Monty Metzger? Nein? Dann können wir, danke dir erstmal, dann können wir direkt überleiten an Jens Hegenberger von Zapitano. Eine weitere App, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Sie müssen sich die Unterschiede dann genauer ansehen. Und Jens wird sich uns ein bisschen erklären. Hallo Jens erstmal. Hallo. Zapitano, zappst du noch richtig? Das sehen wir schon auf dem Screen. Präsentation liegt vor, oder? Klicker haben wir hier, genau. Dann leite ich einfach gleich über. Da weiter. Okay. Und da zurück. Okay. Dankeschön. Hallo, vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit, unser Produkt hier vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Jens Hegenberger, ich bin der Gründer von Zapitano. Ich würde gerne in drei Schritten durch die Präsentation gehen. Erst die normalen Trends, aber das kann ich, glaube ich, raffen, weil das wurde alles schon gesagt. Und wir haben ja auch ein Zeitproblem, damit ich einen unserem Wettbewerber noch etwas Zeit lassen kann. Danach stelle ich die Firma und das Produkt vor und zum Schluss ein kleiner Ausblick. Also ganz kurz, 77% der Internet-User nutzen surfen während des Fernsehens. Das Wichtige dabei ran ist aber, dass 51% den Laptop nutzen, 35% den stationären PC und nur 21% Smartphone-Nutzer sind. Das ist eigentlich eine Erkenntnis, die mir zu denken gibt. Hier wollte ich eigentlich ein bisschen größer reingehen, aber die Botschaft ist, Fernsehen wirkt und das Potenzial von täglich 52 Millionen zeigt das Geschäftsfeld, die Größe und wie nachhaltig das sein kann. Zapitano als Firma wurde im Januar gegründet, letzten Jahres. Wir sitzen in Berlin, haben 11 Mitarbeiter und haben vor 8 Monaten unsere Serie A-Finanzierung abgeschlossen. Nach Expertenaussagen die höchste Finanzierung, die man am Markt zu diesem Thema bekommen hat. Unsere Lead-Investoren sehen Sie auf der rechten Seite. Frank Bolton war unser erster Investor. Er hat als Fernsehmacher sofort verstanden, um was es geht, dass wir Emotionen in Features umsetzen wollen. Guido hilft uns natürlich auch bei dem Aufbau der Firma. Beispielsweise hat er uns einen ganz guten Standort verschafft. Wir sitzen bei N24 direkt im Fernsehzentrum in Berlin. Media Ventures, ein weiterer größerer Investor, ist der Beteiligungsarm der Ströer-Gruppe. Ströer ist der Marktführer im Thema Außenwerbung und Ströer Interactive ist die Nummer 8 oder 7 der Internetvermarkter. Die Investmentbank und weitere Investoren haben natürlich die Summe auch noch mit aufgefüllt. Kommen wir nun zum Produkt. Das Produkt versteht sich als eine Plattform. Ähnlich wie Couchfunk wollen wir von der Plattform aus alle Devices bedienen. Wir haben bewusst wegen der 51% Laptop-User angefangen mit einer Website und jetzt im Sommer kommt die erste App. Wir haben bisher noch keinerlei Marketing gemacht und wir legen den Fokus zurzeit auf Produktentwicklung. Wir wollen auch wissen, wo es hingeht, was kann man machen. Wir werden aber demnächst in die Vermarktung einsteigen. Im Zentrum der Produktentwicklung stehen die Bedürfnisse der Fernsehzuschauer, wir denken diese auch end-to-end. Also die zentrale Frage ist dabei, welches Feature passt zu welchen Fernsehbedürfnissen in welcher Phase? Vor der Sendung müssen Sie sich entscheiden, was Sie sehen wollen. Sie haben Präferenzen. Können Sie Bohlen sehen oder wollen Sie Bohlen sehen? Während der Sendung geht es um soziale Interaktion. Die Zuschauer wollen oder müssen sogar ihre Empfindungen mit anderen Menschen teilen.
Und nach der Sendung hat jeder eine Meinung. Eine wird gehört, manche nicht. Das war ziemlich abstrakt. Als nächstes will ich Ihnen zeigen, wie wir diese Fernsehgefühle in Features abbilden werden. Vor der Sendung ist Zapitano eine Auswahlhilfe, eine personalisierte. Sie können Ihre ganzen Präferenzen in einem TV-Profil managen. Lieblingsstar, Lieblingssendung, alles dann wird das, diese Präferenzen werden dann auf das gefilterte Programm angewendet. Sie können sich aber auch von der Community inspirieren lassen, indem die Sendung mit den meisten Buzz oder die meistgemerkten Sendungen anwählen. Das sind bei uns zurzeit starke Treiber. Man wählt nicht mehr, was ist der Inhalt, sondern wo ist der meiste Shitstorm pro Sendung. Das können wir feststellen. Aber Sie können auch ein TV-Happening organisieren, zum Beispiel einen Girls-Abend mit oder zu Germany Next Topmodel. Für verpasste Sendungen geben wir einen oder stellen wir einen Catch-up-Link bereit. Während der Sendung steht die soziale Interaktion und die Bewertung der jeweiligen Sendung oder des dazugehörigen Stars im Fokus. Auf der linken Seite sehen Sie Features, die direkt auf die Sendungen wirken. Das ist eine Version, die jetzt im Sommer nachgelegt wird. Sie können einchecken, wie Sie es gerade jetzt auch gehört haben. Sie können Sendungen bewerten, bewusst von -2 bis +2. Und Sie können Sendungen empfehlen. Also das ist das Standardinventar, was man auf den Social-TV-Applikationen sieht. Auf der rechten Seite sehen Sie den Kommentarstream. Da können Sie textlich kommentieren, aber auch bewerten. Aber jedes soziale Event, was ich gerade beschrieben habe, empfehlen, checken, einsenden, wird dort auch nochmal gepostet und das können Sie selber auch nochmal bewerten. Nach der Sendung ist eigentlich das, was ein bisschen stiefmütterlich ausgewählt wird oder behandelt wird. Nach der Sendung kann ein User bei uns zu Ruhm und Ehre gelangen und natürlich man kann den Einfluss auf die nächste Auswahl treffen. Hier einige Beispiele. Bei uns wird der Spruch der Woche gewählt. Den wählt die Community rein aus den Bewertungen, die der Spruch bekommen hat. Und es gibt ein Ranking der besten Sprücheklopfer. Als weiteres führen wir diesen Sommer ein Gamification-Elemente, wo aufgrund der Aktivität der Nutzer entsprechende Levels erreichen kann, sogenannte Badges. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie der Buzz die Sendungsauswahl beeinflussen kann. Wir bieten ein tägliches Ranking für welche Sendung am meisten gemerkt wurde an. An dieser Stelle schließt sich der Kreis zu vor der Sendung, getreu dem Motto, vor der Sendung ist nach der Sendung. Das gibt damit erhoffen wir Loyalität zum Dienst zu gelangen. Der letzte ist so ein bisschen Ausblick, wo kann es hingehen mit einem mit Social TV. Wir gehen von einer neuen Rollenverteilung zwischen TV und TV-Zuschauer aus. Die Beziehung zwischen Fernsehen und seinem Publikum wird sich definitiv ändern. Bisher hat das Fernsehen durch den fehlenden Rückkanal eine distanzierte Beziehung zu seinem Publikum. Man nennt es parasoziale Beziehung zu den Stars, die eigentlichen Werte die einer Fernsehsendung. Man bekommt auf Anfrage eine Autogrammkarte und sagt devot Danke. Zukünftig ergibt es den semantischen Rückkanal wie Zapitano, dann wird es ein echtes Nehmen und Geben. Das heißt, das zukünftige Publikum rückt näher an das Fernsehen heran, so wie es Herr Kutja schon mit der Macht beschrieben hat. Sie kennen diese Situation aus dem Theater und da ist jede Publikumsreaktion in Echtzeit deutlich spürbar. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, das war's im Schnelldurchlauf. Das war in der Tat ein Schnelldurchlauf, Mensch. So gehetzt sind wir gar nicht. Nein, wir haben schon, das ist ein bisschen. Aber ganz kurz, jetzt haben wir drei Anwendungen gesehen, die sich alle verhältnismäßig ähnlich sind. Also wir checken ein die Sendungen, wir kommentieren die Sendungen. Da wären für mich zwei Fragen. Einmal, für wie viele Anmeldungen ist Platz im Markt? Nutzt der Nutzer mehrere Anwendungen? Sind das immer dieselben Nutzer, die wir in allen Plattformen sehen? Also ist es momentan ein probierender Nutzer? Oder findet da eine Verdrängung statt? Merken Sie die jetzt schon mit den Mitbewerbern? Und die zweite Frage ist, wie interaktiv schätzen Sie den Nutzer ein? Oder schätzt du den Nutzer ein, ne? wenn du in die eigene Plattform schaust? Die erste Frage ist, wie viele Apps ist am Marktplatz? Der Ansatz der Fernsehsender wird, glaube ich, nicht von Erfolg gekrönt sein, dass ich für jede App, für jede Sendung eine App habe, weil dann müsste ich ja beim Zappen jedes Mal eine neue App downloaden oder aufrufen.
das ist in sich nicht logisch. Es wird sich ein übergreifender Ansatz durchsetzen. Wir gehen davon aus, dass wir mit vor, während und nach der Sendung auch so diesen Public Lifecycle abbilden und dass wir eine echte End-to-End-Beziehung oder eine Wirkung, die echte End-to-End-Wirkung des Fernsehens abbilden können. Es reicht nicht nur, den Twitter-Stream reinzufeeden. Man muss dem User auch ein Profil geben können. Wenn wir uns ein Netzwerk ansehen wie Facebook, dann stellen wir dort fest, dass dort sehr, sehr viele Nutzer sehr träge und sehr passiv sind und aber das Geschehen anderer Nutzer mitverfolgen. Einen ähnlichen Effekt haben wir beim Fernsehen ja auch, wo sehr viele sehr passiv sind, aber was mitverfolgen, was andere gerade tun. Welchen Stellenwert machen da diese Apps aus? Muss ich als Nutzer sehr viel aktiver sein, um so eine App zu nutzen? Oder kann ich so eine App in einem sehr passiven Modus auch nutzen? Nee, das ist so eine Art Sideshow, nennen wir das. Es ist auch echt lustiges Entertainment, wenn man alleine die Kommentare liest oder die Bewertungen, wann jemand eine Sendung bewertet. Es gibt viele Sendungen, wenn man das auf einem Graphen abbilden wird, dass sie dann nach unten gehen. Also so wie bei der App von Herrn Gutjahr, dass es dann bei der Sportmoderatorin dann in den Keller geht. Das ist eine echte qualitative Aussage, die kann eine Einschaltquote zum Beispiel nicht abbilden. Okay, Dankeschön. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum ergänzend? Nein? Gut. Dann haben wir noch Zeit für Marcel Duet, der uns zum Thema Tweak etwas hat. Das wird eine weitere App, die wir noch kennenlernen, kurz. Kam noch neu ins Programm dazu und wir dachten, wir geben Ihnen mal einen guten Überblick, was es alles am Markt gibt. Zum Thema Second Screen, mit dem zweiten, Klammer auf, Bildschirm, Klammer zu, sieht man besser, könnte man fast sagen. Und sozusagen die Macht von verschiedenen Anbietern, um das Fernsehprogramm interaktiver zu gestalten oder vielleicht sogar irgendwann zu personalisieren. Ich leite über an Marcel Duet. Ja, hallo, vielen Dank. Mein Name ist Marcel Duet, ich bin einer von drei Gründern von Tweak TV, der nächsten Generation des TV-Guides. Ich stelle heute unser Produkt vor. Wir werden sehen, dass es ein bisschen anders ist als die Vorredner. Und ich hoffe, es halten noch alle durch vor der Pause und hören mir ein bisschen zu. Wir haben Tweak letztes Jahr gegründet, im Herbst. Unser Hintergrund, wir sind drei Gründer, ist eher im Softwarebereich. Wir sind nicht so aus dem Medienumfeld. Wir haben vorher Location-Based Services gemacht bei zwei Startups in Berlin, die an Nokia verkauft wurden. Die hießen Places und Gate 5. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie meine Kontaktdaten. Tweak fokussiert sich auf das Entdeckungsszenario von Inhalten. Wir sind nicht so sehr auf die Interaktion, auf Check-in aus, sondern es geht um das Entdeckungsszenario und wir haben auch schon genügend Statistiken dazu gehört. Bei uns geht es darum, dass der Nutzer im Endeffekt heute die Wahl hat, ob er Live-TV-Inhalte konsumieren möchte oder On-Demand-Inhalte. Die Infrastruktur für HD-Streaming von On-Demand-Inhalten ist verfügbar und wir sehen auch, dass in vor allem in unseren beiden Märkten, wir haben unsere App in Großbritannien und in Deutschland gelauncht, der durchschnittliche Internetnutzer 30 Stunden Streaming-Inhalte, Bewegtbild-Inhalte aus dem Netz pro Monat konsumiert. Und das ist genau unser Zielszenario. Wir wollen eine Entdeckungsoberfläche bieten für den Endnutzer, wo wir diese beiden Welten, On-Demand und Live-TV, zusammenführen. Mit dieser Entdeckungsoberfläche wollen wir zwei Probleme für den Nutzer lösen. Was bzw. welcher Inhalt ist meine Zeit jetzt wert, wenn quasi alle Inhalte, bis auf, wir nehmen explizit Live-TV-Events wie Sport aus, permanent verfügbar sind, muss ich irgendwie eine neue Entscheidungshilfe finden. Und zum Zweiten, wo kann ich diesen Inhalt jetzt bekommen? Und das ist auch ein sehr großes Problem, wie ich gleich nochmal darstellen werde, auf den einzelnen Plattformen. Also wichtig in unserem Zusammenhang Live-Broadcast plus On-Demand in einer Entdeckungsoberfläche. Für den Content-Zugang traditionell habe ich zwei Formen. Zum einen eine Suche und zum anderen ein Browsing von Inhalten. Wir fokussieren uns nicht so sehr auf die Suche. Wenn ich weiß, ich will Deutschland gegen Holland gucken, wie gestern Abend, dann brauche ich Tweak nicht unbedingt zu öffnen, sondern bei uns geht es um die Entdeckung von Inhalten durch das Browsing-Szenario. Wie sieht klassisches Browsing aus? Ein Anwendungsfall, den wir alle kennen, ist klassisches Browsing bei Amazon. Das basiert auf kollaborativen Filtern, auf Algorithmen und es werden einem Produkte empfohlen, entweder aufgrund der Ähnlichkeit der Produkte, was durch Metadaten abgeglichen wird, oder aufgrund dessen, dass
andere Leute, die die gleichen Produktinteressen haben wie ich selber, die Produkte ebenfalls gekauft haben. Mit dem kollaborativen Filtern haben wir zwei Probleme, wenn es um Bewegtbildinhalte geht, die On-Demand und Live verknüpfen. Zum einen habe ich eine Fragmentierung. Das hier ist ein ganz typischer iPad-Screen. Ich habe ungefähr 20 Icons von Videoinhalten und ich komme abends nach Hause und möchte klassisch Fernsehen, möchte aber nicht nur irgendwie durchs Live-TV setzen, sondern möchte irgendwie was Wertvolleres mit meiner Zeit anfangen. Dann habe ich keine Lust, durch diese ganzen Apps mich durchzuklicken und erstmal zu schauen, was jeweils dahinter ist. Und das zweite Problem mit Algorithmen in der puren Form ist die Stimmung des Nutzers, der Mood, den wir berücksichtigen wollen, der aber bei diesen klassischen Algorithmen nicht unbedingt berücksichtigt wird. Dann bekomme ich schon mal eine Empfehlung wie, du hast gestern Pulp Fiction geguckt, dann guckt er heute Jackie Brown. Unsere Lösung, die wir gebaut haben, heißt Tweak. Tweak, the next generation TV guide. Diese Folie ist auf Englisch, weil das erste Wort serendipisch. Dafür gibt es keine richtige Übersetzung im Deutschen und das Wort ist sehr, sehr wichtig für uns. Es bedeutet ungefähr so viel wie das zufällige Hineinstolpern in Inhalte. Wie kann ich Inhalte nach oben spielen für die Nutzer, die eine persönliche Relevanz haben, die aber auch einen gewissen Zufallsfaktor haben. Da dreht sich sehr viel bei uns. Ansonsten ist es eine Entdeckungsoberfläche und sie basiert auf dem individuellen Entertainment-Graphen. Das ist ein relativ großflächiges Konzept von einem berühmten Internetunternehmer in den USA, der sagt, es gibt unterschiedliche Graphen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Zum Beispiel habe ich Leute in meinem Bekanntenkreis, denen glaube ich primär für Restaurants, anderen vertraue ich sehr auf Mode. Und was wir bauen wollen mit Tweak ist der Entertainment Graph, das heißt, ich stelle mir die Leute selber zusammen, denen ich folge in Bezug auf Bewegtbildkonsum. Warum glauben wir, dass diese quasi soziale Klammer, und da kommen wir auch zurück zum Thema Social TV, weil das bei uns immer sich um Leute dreht. Warum ist es aus unserer Sicht der richtige Ansatz? Weil selbst diejenigen, die den besten Empfehlungsalgorithmus für Bewegtbildinhalte haben, gesagt haben, dass der soziale Graph, dass der Entertainment Graph besser ist für die Entdeckung von Bewegtbildinhalten als Algorithmen. Das ist Reed Hastings, das ist der CEO von Netflix und einige kennen das vielleicht. Netflix hat vor einigen Jahren einen Wettbewerb ausgeschrieben für ihren Empfehlungsalgorithmus. Ein Softwareentwicklerteam, welches diesen Algorithmus um 10% verbessert, hat 1 Million US-Dollar bekommen. Es hat 3 Jahre gedauert, bis ein japanisches Universitätsteam das geschafft hat. Und der Code war im Endeffekt so komplex, dass Netflix ihn nie eingebaut hat. Und Netflix hat es ebenfalls auf eine soziale Form der Entdeckung umgeswitcht bei der letzten F8-Konferenz von Facebook und hat sofort gesagt, dass die Click-Through-Raten für Inhalte, dass die Empfehlungen, die sie mit diesen Daten aussprechen können, relevanter sind für die Nutzer als vorher die Empfehlungen, die nur auf Algorithmen basierten. Also was ist Tweak? Wir sind aktuell auf dem iPad Live, erst seit knapp 3 Monaten. Wir sind noch relativ jung im Markt, hatten davor eine Closed-Beta-Phase. Unser USP ist, wie ich versucht habe, in dieser kürzeren Zeit darzustellen, soziale und personalisierte Kuratierung von Live- und Video-on-Demand-Inhalten. Und wir sind in Deutschland und Großbritannien aktiv, was auch sehr spannend ist für uns, weil wir machen das Ganze aus Berlin heraus, sind aber auch ein internationales Team. Und wir versuchen diese beiden Märkte, die natürlich traditionell, vor allem im Fernsehgeschäft, sehr unterschiedlich sind, gleichzeitig zu bearbeiten. Wir haben allerdings natürlich aufgrund unseres Netzwerkes und unserem Ort, wo wir sind, haben wir früher angefangen, mit Partnern in Deutschland zu sprechen. Hier sehen Sie so ein bisschen die Partnerübersicht, in welche On-Demand- und welche Live-Inhalte wir drin haben. Die Presse zu Tweak ist bislang sehr positiv. Das hier sind einige internationale Pressestimmen, die vor allem so aus dieser Tech-Community vielleicht eher kommen, mit GigaOm und TechCrunch. Das sind interessante, innovative Blogs, die für uns sehr wichtig sind, aber auch ein vielleicht etwas bekannterer Newsplayer wie Forbes hat über uns geschrieben. Und diese Woche haben wir für uns eine sehr große Kooperation angekündigt mit Satu. Das heißt, die Live-TV-Inhalte, die man bei uns entdeckt, wenn man sich für Live-TV entscheidet, wenn es Events gibt, die im Live-TV stattfinden, die man konsumieren möchte, da kann man direkt aus der Tweak-App in die Satu-App springen und die Inhalte dort konsumieren. Und das hat auch ein ganz gutes Presse-Echo bislang diese Woche bekommen mit Welt, Fokus, Zeit, Stern und einigen anderen. Ja, das war's. Vielen Dank. Die Applikation ist umsonst im App Store. Wir freuen uns, wenn Sie das ausprobieren und uns Feedback schicken. Danke. Dankeschön.
Wie wichtig ist Event-Fernsehen für solche Apps? Also es gibt ja, also wenn wir jetzt gerade über Hulu sprechen oder über Netflix, dann sind es ja Filme, die eigentlich immer ansehbar sind, die kann man sich immer abrufen und viele Fernsehprogramme sind ja auch einfach Clip-Abspielstationen, also für Fernsehen im Sinne von früher mal ein Spielfilm und wir haben festgestellt in den letzten Jahren, dass immer mehr Event-Fernsehen dazugekommen ist, also gerade im Abendbereich. Ist das ein Bereich, der für Social TV unerlässlich ist? Ja, das ist so ein bisschen jetzt eher eine Frage für die anderen, ne? Weil das, also bei uns geht es halt darum, wir müssen dafür sorgen, dass diese Inhalte, die dann ja auf jeden Fall eine Relevanz haben, wie ein Fußball-Länderspiel, wie ein Germany's Next Topmodel-Finale, wie ein Eurovision Song Contest, dass sie auch bei uns nach oben gespült werden, dass nicht unsere Empfehlung, die auf sozialen Parametern basiert. Wir bekommen zum Beispiel, wenn im Moment ist unsere Applikation mit Facebook nutzbar, du loggst dich mit Facebook ein, wenn du das machst, bekommen wir 1400 Datenpunkte für Empfehlungen für dich als Nutzer. Das heißt Film- und Serienempfehlungen, Inhaltsempfehlungen, die deine Freunde ausgesprochen haben oder die du selber ausgesprochen hast. Und mit all diesen Informationen müssen wir trotzdem dafür sorgen, dass dann nicht irgendwie plötzlich ein Computeralgorithmus rauskommt, der dann das Deutschland-Holland-Spiel nicht nach oben bringt, weil irgendwie keiner deiner Freunde das gucken möchte, sondern da müssen wir darauf achten. Aber ansonsten dieses Kreieren von Buzz während der Sendung, der Check-in, der Chat während der Sendung, das ist aktuell nicht Fokus von unserem Produkt. Okay, gut, danke. Gibt es Fragen aus dem Publikum an dieser Stelle? Dann, ach doch. Also wir haben jetzt im Moment, also wir haben jetzt Satu announced, wir haben das seit vorgestern in der Applikation. Und deswegen haben wir da noch keine aktuellen Zahlen. Wir haben bislang, da wir bislang auf dem iPad verfügbar sind, ist der größte, was am meisten genutzt wird, ist iTunes, die iTunes-Bibliothek. Wir bieten halt eine ganz neue Form. Wir haben gerade diese Woche gehört, dass Apple Ping abgestellt hat. Das sollte ja auch eine Art soziales Empfehlungswerk auf iTunes sein. Aber wir können halt einen ganz neuen Weg bieten, iTunes-Inhalte nach oben zu spülen für den Nutzer und ihm zu zeigen, welcher seiner Freunde das empfohlen hat und was die Freunde dazu gesagt haben, zu Filmen, zu Serien. Und also iTunes ist bislang bei uns das größte. Das zweite ist, glaube ich, die ZDF-Mediathek. Und jetzt sind wir auch ziemlich gespannt, was mit Satu passiert. Ihr seid ein deutsches Startup? Wie bitte? Ihr seid ein deutsches Startup? Nein. Ja, wir sind eine GmbH und wir sitzen in Berlin, ja. Und wir haben gelauncht damals oder vor 10 Wochen in London, auf einer Webveranstaltung, weil wir gesagt haben, okay, wir sind zum Großteil ist das Team deutsch und wir haben in Deutschland den Markt schon ein bisschen bearbeitet, haben einige Businesspartner dazugezogen und wir gehen jetzt explizit nach London, um dort zu launchen, um quasi diese Message dorthin zu bringen, zu sagen, hey, wir sind da. Und was halt bei uns ganz gut funktioniert, ist, dass die Broadcaster mit uns gerne zusammenarbeiten, weil wir nicht versuchen, den Nutzer auf dem Second Screen zu locken, also einzuschließen, während auf dem First Screen der Inhalt des Broadcasters läuft, sondern wir versuchen, den Nutzer zum Inhaltsanbieter zu bringen. Und das klappt ganz, ganz gut, aber wir sprechen da natürlich auch mit riesigen Medienhäusern, wo die Prozesse anders sind als bei uns. Gut, vielen Dank. Dann würde ich uns allen jetzt eine schöne Mittagspause wünschen und um 13.45 Uhr geht's weiter. Dankeschön. Applaus